Hallo, hier ist der Roland. In diesem kurzen Video für meinen neuen Blog auf freshcuber.wordpress.com will ich einmal noch auf das Thema eingehen, wie man beim Mixup Cube eine einzelne Kante, also beim 3x3 Mixup eine einzelne Kante oder beim 4x4 Mixup ein einzelnes Kantenpaar flippen kann, drehen kann. Ja, wenn wir an den normalen 4x4 und 3x3 denken, dann ist ja so, hierfür braucht man einen relativ komplizierten Zug, um dieses OLL Parity zu lösen. Und beim 3x3 ist eine solche Situation, wo nur eine einzige Kante falsch ist, nicht möglich. Aber beim Mixup 3x3 eben schon. Das heißt, dafür brauchen wir eben auch einen Zug und der ist zum Glück sehr einfach. Darum geht es jetzt. Wenn man so etwas beim 3x3 hat, dann ist der entweder mal falsch zusammengebaut worden oder es versteckt sich einfach irgendwo anders noch eine zweite Kante, die falsch rumsitzt. Eine einzelne, wie gesagt, geht nicht. Ja, beim Mixup 3x3 aber schon, und das schauen wir uns jetzt an. Und zwar geht der Zug ganz einfach. Wir halten die Kante, die gewendet werden soll, nach vorne links auf der Vorderseite, hier also hin. Und jetzt stellen wir die Kante in die Mitte. Und von dort aus drehen wir sie auf die Oberseite mit so einem M-Strichzug. Auf der Oberseite drehen wir die jetzt, sie soll ja auch gedreht werden. Dann drehen wir sie wieder zurück auf ihren Platz. Und dann machen wir diesen halben, hier diesen Mix-Up-Move auch zurück. Jetzt steht die Kante schon mal richtig, aber jetzt sieht man die Orange, und also hier gehört der Orange hin und hier gehört Rot hin. Die beiden haben also ihren Platz getauscht. Und das heißt, jetzt stellen wir die beiden auf die Oberseite, machen U2, damit die beiden wieder in der ursprünglichen Richtung sind und gehen wieder runter. Und jetzt sieht man, es hat sich wirklich nur diese eine Kante gedreht. Also ich zeige es nochmal, meistens hat man es ja auf Gelb. Mit dieser hier, ich halte die nach vorne links, stelle die mit dem Mix-Up-Move in die Mitte, tue sie nach oben, U2, damit sie sich wendet, tue sie wieder zurück, Mix-Up-Zug auch zurück, und jetzt haben sich diese beiden hier gewendet, das heißt, jetzt stelle ich die auf die Oberseite, U2, und tue wieder zurück. Und damit haben wir eine einzelne Kante gewendet. Ja, so viel zum Mix-Up 3x3. Den gleichen Zug kann man hier natürlich auch anwenden. Also vom normalen 4x4 kennt man ja so komplizierte Sachen wie dieses R2B2U2L, U2R-U2R, U2F2, R-F2, L-B2R2. Also ein Riesenzug, der ein Kantenpaar wendet. Hier geht es, wie eben schon gezeigt, ganz einfach. Mitte stellen, nach oben, 180 Grad drehen, wieder zurück. Und jetzt die beiden vorderen Kanten auch noch. Ja, das war's schon in diesem Video. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Tschüss und bis bald.